Sport im Verein, das ist in Kahler Tradition seit 1910. Das 100-jährige Jubiläum feiern die rund 500 Vereinsmitglieder bereits seit mehreren Wochen. Neben Kegeln, Laufen und Gymnastik bilden die Fußballer die größte Abteilung. Ob Jungspund oder alte Herren, unterm Dohlenstein wird regelmäßig gekickt. Dabei kann der Verein auf so manchen Erfolg zurückblicken. In den 50er Jahren der Aufstieg in die DS-Liga, das war praktisch die zweite Liga in der DDR. Dann hatten wir in den 60er, 70er Jahren die Möglichkeit, dass wir eben der Bezirksliga und Bezirksklasse stark gespielt haben. Und ganz groß war dann nach der Wende für uns der Aufstieg, überhaupt 1991 der Thüringen-Pokalsieg in Gera damals gegen Zeulenroda im Elfmeterschießen, starker Krimi. Das hatten wir jetzt vorige Woche gefeiert praktisch mit einem Spiel nochmal, eine Traditionself aus Zeulenroda gegen eine damalige Oberligamannschaft von uns. Kala vor, noch ein Tor! Anlässlich des Jubiläums hatte der Verein den FC Carstairs Jena zu einem Freundschaftsspiel eingeladen. Die erste Mannschaft gab ihr Bestes gegen die Jena. Doch bei einem Endstand von 1:5 waren die Kahler Landesligisten dem Drittligisten aus Jena klar unterlegen. Carstairs, die zuletzt auf Zinnowitz im Trainingslager waren, hatten nach Kahler einige Probespieler mitgebracht. Wie Jochen Höfler vom RB Leipzig, der allein 3 Tore gegen Kahler schoss. Das schauen wir uns mal an, ob die Jungs die Qualität haben, uns zu helfen. Wir wissen ja alle, dass wir nicht, ich sag mal, in den großen Regionen nachwaschen können, sondern dass wir sehr, sehr, sehr sparsam mit den Geldern umgehen müssen. Und wir hoffen, dass der eine oder andere nach dem System Schalke 10 Spieler holen von den Jungen und einer oder zwei schaffen es, dass wir da ähnlich agieren. Das ist nun mal so. Ja, eine andere Möglichkeit bleibt uns derzeit nicht. Wir können nicht an diesem ganz großen Rad drehen. Das wäre vermessen und deswegen müssen wir also kleine Brötchen backen. FCC-Neutrainer Jürgen Raab sah man in Kahler nicht an der Seitenlinie. Bis dessen Vertrag in Mönchengladbach Ende Juni endet, übernimmt Lothar Korpiowait den Posten. Der neue sportliche Leiter sorgte bei den Fans für Verstimmungen, weil er seinen Sohn Tobias hier mit der Nummer 31 mit zum Probespielen brachte. Die Entscheidung über einen Platz im Jenaer Kader obliege aber allein Jürgen Raab, betonte Korpiowait. Also ich halte das für völlig legitim, was wir hier tun und verstehe, das sage ich also mal deutlich, die Unruhe im Umfeld da überhaupt nicht, die da verbreitet wird. Soll jeder wissen, wie er auf so etwas reagiert. Ich empfinde es als mehr als lächerlich. Den FCC hautnah erleben kann man in Jena am 13. Juli. Dann wird sich Carstairs in einem Testspiel mit dem Bundesligisten Bayer Leverkusen messen.